Hallo liebe Ubuntu-Nutzer, heute möchte ich gerne zeigen, wie man JDownloader installiert. Entweder ihr führt einfach das aus, was hier steht, einfach diese Kommandos ausführen, dann in Paketverwaltung JDownloader-Paket installieren und dann JDownloader starten. Grob zusammengefasst. Wenn ihr diese Kommandos ausführen wollt, dann findet ihr das unterhalb meines Videos in der Beschreibung. Jetzt möchte ich das in einzelnen Schritten zeigen, wie man es am besten installiert. Dann geht erstmal hier auf den Browser, den man benutzt. Und dann gibt man hier oben ein jdownloader.org. Drückt dann Enter. Gehe hier auf Download. Dann klicke ich hier auf Linux. Dann hier auf Download Ubuntu Package. Die Seite wird geladen. Dann steht hier Read about installing. Als nächstes macht ihr Folgendes: Ihr markiert diese Zeile, kopiert sie, dann geht ihr unter Anwendungen, Zubehör, Terminal. Genau, und dort oben fügt ihr jetzt einfach die Zeile ein. Nachdem ihr diese Zeile eingefügt habt, geht ihr auf Folgendes, und zwar wenn ich hier auf Close drücke, dann seht ihr genau diese Zeile hier. Und kopieren. Dann geht ihr wieder zurück zu eurem Terminal, den ihr hoffentlich nicht geschlossen habt. Und dann löscht ihr kurz teilweise diese Zeile und fügt die Zeile ein, die ihr gerade eben kopiert habt. So. Und dann drückt ihr Enter. Passwort eintippen. Dann klickt ihr wieder auf diese Zeile hier. Und geht zu Step 3. Und markiert diese Zeile, kopieren, dann geht ihr wieder zu Terminal. Dort fügt ihr diese Zeile ein und drückt wieder auf Enter. Als nächstes könnt ihr Terminal und Browser schließen. Und dann geht ihr zu Systemverwaltung. Dann geht ihr zu Synaptic Paketverwaltung. Passwort eintippen. Das, was ich jetzt gerade eben noch erklärt habe mit den Kommandos, die findet ihr selbstverständlich auch hier alles. Dann müsst ihr nicht extra auf dieser Seite die Kommandos zusammen fügen, sondern könnt ihr einfach unterhalb meines Videos einfach kopieren und einfügen in den Terminal.
Als nächstes geht ihr oben JDownloader ein. Oh, Entschuldigung. Klickt hier auf Select und dann zum Installieren vormerken. Dann vormerken und dann auf Anwenden. Anwenden. Jetzt ist das Paket installiert. Dann drücke ich auf Schließen. Das könnt ihr dann auch schließen. Als nächstes könnt ihr JDownloader mal starten. Dazu geht ihr einfach rechts oben auf Anwendungen, Internet, JDownloader. Genau. Bevor ihr auf JDownloader starten klickt, müsst ihr eventuell auch den Browser schließen, sicherstellen, dass ihr den Browser geschlossen habt oder im Terminal, sonst startet eventuell JDownloader nicht. Das dauert jetzt ein bisschen. Das dauert wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger, weil ich auch ein bisschen mehr arbeiten muss, weil ich die Aufnahme mache und gleichzeitig die Installation. Jetzt muss er wahrscheinlich noch ein Update machen. So, ich denke, das war's. Na, er lädt jetzt noch JDownloader. Hier könnt ihr JDownloader festlegen, an welcher Sprache ihr JDownloader verwenden wollt, und hier unten könnt ihr festlegen, könnt ihr den Download-Verzeichnis festlegen, also da, wo ihr den Download ablegen wollt. Dies hier ist der Default, also im Home-Verzeichnis .jdownloader Downloads. Später noch dazu. Nachdem ihr auf OK geklickt habt, dann kommt dieses Fenster hier. Da könnt ihr JDownloader im Firefox integrieren. Ich drücke jetzt mal auf Abbrechen. Dann kommt dieses Fenster. So, jetzt macht ihr folgendes, ihr geht auf euren Browser zurück und geht auf YouTube zum Beispiel, also überall da, wo man Flash-Dateien angucken kann, und kopiert den Link von diesem Video.
kopieren. Und dann geht ihr auf Linksammler. Der erkennt jetzt automatisch mein Video, ohne dass es dass ich das irgendwo hineinfügen musste. Einfach nur Kopie und dann wird automatisch das Video erkannt. Und jetzt könnt ihr bestimmen, in welchem Format ihr dieses Video herunterladen wollt. Und ich möchte zum Beispiel das nicht haben. Ich möchte das. Okay. Und ich möchte es nicht als MP4 haben. Brauche ich nicht. Möchte auch auf OK. Die auch wieder auf Move. So. Mir reicht das als FLV, reicht das mir schon. So, jetzt hat er es gecheckt und geprüft. Und jetzt könnt ihr das Video, ja, sobald ihr auf dieses Symbol klickt, auf dieses Play-Button, dann fängt der Download an. Jetzt noch hier die allgemeine Geschäftsbedingungen lesen und auf OK drücken. Und dann fängt er mit dem Download an. So, das dauert natürlich jetzt eine Weile. Aber ihr müsst jetzt nicht mitverfolgen. Also bis der Balken hier oben. Sobald dieser Balken hier oben voll ist, ist der Download abgeschlossen. Also wenn ihr den Standard-Download-Pfad benutzt, also ihn nicht verändert habt, dann findet ihr ihn unter Orte, persönlicher Ordner. Dann geht ihr auf Ansicht, verborgene Dateien anzeigen. Verborgene Dateien anzeigen kriegt ihr auch durch die Tasten Steuerung und H. Da klickt ihr einfach drauf. Und dann geht ihr auf JDownloader. Und da klickt ihr auf Downloads. Und wie ihr seht, er hat es nicht ganz vollständig runtergeladen. Es wird hier noch, also zwei Dateien sind schon runtergeladen. Und eine muss noch runtergeladen werden. Und sobald die Downloads fertig sind, könnt ihr diese auf eurer Festplatte den Film anschauen. Wie ihr seht, habe ich hier eben diese drei Dateien, lade ich gerade runter. Natürlich könnt ihr diese auch festlegen, wie viele Dateien ihr runterladen wollt. Also ich habe das jetzt als drei Dateien festgelegt und wie man sieht, werden auch diese drei heruntergeladen. Und jetzt könnt ihr natürlich mal drauf klicken, mal einfach mal zum Anschauen. Und wie man sieht, kann man sich diese Filme anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Bis dann.